Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Max. Meine Community nennt mich liebevoll den Meister der Äxte. Und ihr seid heute bei einer Premiere dabei. Und zwar bei meinem ersten Querformat-Video für YouTube. Und da geht es um nichts Geringeres als um die Tormek T8. Denn ich bin mittlerweile stolzer Partner von Tormek. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch das Ganze mal, führe euch da mal ein. Und ich bin jemand, der nur Produkte zeigt, hinter denen er auch steht. Und deswegen schauen wir uns an, what's in the box, was ist da dran. Erst Inbetriebnahme und dann nehme ich euch jetzt mit. In den Tagen vergangene Zeiten, der Meister der Äxte, die Legende lebt. Wir haben jetzt zum ersten hier die Maschine selber. Die ist jetzt von mir schon vormontiert. Das heißt, wenn ihr die bekommt, ist dieser Schleifstein nicht drauf. Das ist ein Aluminiumoxid-Schleifstein und das ist was ganz was Besonderes. Der geht wirklich für nahezu alle Metalle, Härtegrade. Natürlich gibt es hier auch eine Diamantscheibe, aber der deckt wirklich den kompletten Werkstatt- und Hausgebrauch ab. Das Special an diesem Stein ist, da kommen wir auch später noch genauer dazu, ihr könnt die Körnung wirklich selber verstellen, sag ich jetzt mal. Ihr könnt ihn glätten oder aufrauen. Wenn ihr die bekommt, dann habt ihr hier an der Seite eine Mutter, die ist übrigens mit einem Linksgewinde versehen und da ist eine Kunststoffhülse drauf. Ihr dreht die Mutter runter, nehmt die Hülse raus, steckt den Stein drauf und zieht sie handfest an. Durch erstmaliges Anschalten zieht sich dann der Stein selber so an, wie es braucht. So, auf der anderen Seite haben wir hier eine Rindslederscheibe zum Abziehen der Klingen, der Schneiden zum Aufpolieren. Die wird, da ist standardmäßig, ich zeige es euch dann gleich beim Zubehör, da ist ein Öl dabei, da muss kurz imprägniert werden und dann kommt noch eine Polierpaste drauf. Was ist jetzt hier noch dran? Hier oben die Universalstütze, das ist ja eigentlich auch irgendwo das Herz an der Maschine. Die ist jetzt gerade nicht angezogen. Wenn man die dann später einstellt, vom Winkel her, dann könnt ihr hier sauber auflegen und ihr bekommt wirklich einen redundanten Schliff hin, dass er wirklich von Messer zu Messer gleich wird, wenn ihr denn sowas beabsichtigt. Die Möglichkeit besteht natürlich nicht nur, dass man hier gegen die Schneide schleift, sondern man kann sich die Stütze auch vorne reinmachen und kann dann das Messer so anlegen, und weg von der Schneide schleifen. Also es ist hier alles wirklich gegeben. Was ich empfehlen kann, es ist nicht im Lieferumfang, und zwar diesen Drehteller hier unten, den könnt ihr euch optional dazu kaufen. Und wenn man den da hier drauf stellt, dann kann man hier nur drücken und dann könnt ihr das Ganze umdrehen, um so quasi die Drehrichtung zu ändern. Denn, und eines ist ganz wichtig, beim Polieren an der Lederscheibe müsst ihr immer von euch wegschleifen. Ne? Niemals in die Schneide rein, sonst macht euch das ganze Leder kaputt. Dann haben wir auf der anderen Seite noch diesen Wasserbehälter. Der hat hier an der Seite einen kleinen Magnetspachtel, denn da vorne ist ein Magnet drin. Und wenn ihr jetzt hier Schleifstab habt, der magnetisch ist, dann sammelt sich der hier und ihr könnt das ganze Wasser auskippen und könnt ihn dann gesondert im Mülleimer entsorgen, zum Beispiel. Das ist eine tolle Sache. Wir befüllen das dann auch gleich und dann gehen wir darauf ein, was da an Wasser rein muss und was er da am besten verwendet. So, soviel zur Tormek selber. Laufen tut der Stein ca. mit 100 Umdrehungen, komplett wassergekühlt. Das heißt, ihr könnt es eigentlich so gut wie nicht schaffen, dass euch die Klinge auskohlt, also ausglüht. Ja. Somit, ja, wenn die einmal ausglüht, könnt ihr das Messer in die Tonne werfen. Und das passiert euch hier definitiv nicht. Jetzt schauen wir in die Box. So, und das ist jetzt Originalzubehör, außer das rote Mikrofon, das ist von mir. Genau, wir haben hier eine Verlängerung für die Abtropfschale, die könnte man so reinmachen, wenn ihr ein längeres Messer habt, damit euch das Wasser nicht hinten runterläuft. Ist mit dabei, Standard. Dann ist eine super Beschreibung dabei. In dieser Beschreibung seht ihr nicht alle, aber viele der Zubehöraufnahmen. Und lustigerweise ist auch auf der Rückseite noch ein ganz tolles Bild von Wolfgang Hess. Das ist, der eine oder andere kennt ihn vielleicht von den Tormek Livestream Tutorials. Top Kerl. Könnt ihr euch anschauen, ist eine super Sache. Jetzt kommt hier mein Lieblingsgegenstand, dieses Mäppchen. Das ist tatsächlich so, das ist in jedem Zubehörkasten und auch im Originalset einmal dabei. Da hat Tormek sich was einfallen lassen und hat ihren Kunden ganz schnell einfach mal auf deren Nacken, wie man heutzutage sagt, 5 Pflaster reingelegt. Das ist genau mein Humor. Also, na, man kann sich ganz schnell schneiden. Die Idee hätte von mir sein können. Dann haben wir noch einen tollen Aufkleber. Stay sharp, ganz wichtig. Ist auch so, na, immer scharf bleiben. Sicherheitsinstruktionen und ganz wichtig, das ist hier die Tormek-Bibel, wie ich sie ab jetzt nenne. Ihr habt hier zu jedem Halter die Anleitung dazu, wie es funktioniert, wie könnt ihr Stechbeitel, Stemmeisen, diverse Schnitzmesser, wie könnt ihr das alles schleifen, immer am Mann halten. So, könnt ihr reinschauen, ist eure Bibel, euer Lexikon. Dann ist dabei ein Edge-Marker,
Das ist hier ein Tormek Edge Marker, der ist wirklich, der heißt auch EM15, den gibt es so zu kaufen. Ja, der hat vorne eine ganz breite Spitze. Könnt ihr quasi, wenn ihr jetzt hier die Schneide anschleifen wollt, das markieren. Und dann sieht man, hey, muss ich den Winkel noch verstellen, passt es oder nicht? Werde ich euch auch noch erklären. Dann haben wir einmal dabei das Öl zur Präparation von der Rindslederscheibe. Steht in der Anleitung drin. Müsst ihr beim erstmaligen Gebrauch bis zu 2/3 der Tube auftragen, einwirken lassen. Und danach kommt dann hier die Tormek-Politur zum Einsatz. Die wird dann aufgetragen. Bei mir sieht man jetzt schon, wenn man hier mal herschaut, die ist schon relativ schwarz. Ich habe schon ein paar Messer drauf poliert. Aber letzten Endes hält die nicht ewig. Man muss immer wieder ein bisschen Politur eben auftragen, wenn das Ergebnis nicht den Ansprüchen mehr entspricht. Ne? So. Also, ich würde aber generell Politur nicht mischen. Ne? Es gibt natürlich andere, die man hier auch auftragen könnte. Aber Politur mischen ist schlecht. Ihr bekommt da einen Mix drauf, den wollt ihr nicht haben. Dann haben wir dabei, das ist auch im Standard enthalten, die SE77-Aufnahme. Das ist eine Schleifaufnahme für Stechbeitel oder wie wir in Bayern sagen, Stemmeisen. Zum Beispiel, ihr könnt auch gerade Schweifhobelmesser schleifen. Normale Hobelmesser könnt ihr euch da einspannen. Genaueres zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert, denn es gibt hier ein cooles Gimmick. Ihr könnt hier, wenn das Ganze eingespannt ist vorne, also wenn die so drauf ist und das Messer hier so rauszieht, das gerade, kann man hier hinten tatsächlich den Winkel noch verstellen, ohne dass ihr ewig da das Messer verschieben müsst. Tolle Sache, ist mit dabei. Dann haben wir dabei hier diesen TT50, das ist härter als der Stein. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel hier einen Beil drauf schleift, dieser Stein hat ja auch einen gewissen Verschleiß, dann bildet sich eine Kuhle und ihr wollt aber beim normalen Messer ja wieder einen absolut gerade abgezogenen Stein, dann könnt ihr euch die aufspannen hier oben, werde ich auch in einem Video zeigen, und könnt euch die wieder ganz sauber und gerade abrichten. Ne? Also wenn hier mal was passiert, kann man selber abrichten, macht man alles selber. Jetzt kommt ein absolut cooles Teil. Und zwar die WM200, das ist hier die Winkellehre von Tormek. Und was ist an der so cool? Ich habe schon des Öfteren jetzt Nachrichten bekommen, Max, die ist bei mir auch dabei, aber ich weiß absolut nicht, was ich mit dem Teil anfangen soll. Ich sage euch, das ist wirklich Bombe, wenn ihr mit einem vorgegebenen Winkel arbeiten wollt. Ihr könnt hier auf dieser Seite, könnt ihr euch euren Scheibendurchmesser einstellen, den müsst ihr immer wieder mal nachjustieren, weil er durch das permanente Schleifen trägt sich der Stein ab, ja, der hat einen Verschleiß. Und wenn die kleiner wird, stellt ihr das ein. Hier oben könnt ihr euren Schleifwinkel oder auch euren Vollwinkel vom Messer einstellen. Und später wird das Ganze dann, das sieht man jetzt von der Seite nicht, das müssen wir dann andersrum an, kann man das dann später anlegen, hier aufs Messer, und haben wir genau den Winkel und ihr müsst überhaupt nichts rechnen. Das ist eine absolut coole Sache. So, und zu guter Letzt, das Beste an der ganzen Sache, der Steinpräparierer. Das ist kein Schleifstein, so wie man den sonst kennt. Ne? Also hier, das wäre ein normaler Schleifstein, ein Nassstein, Nassschleifstein. Der Steinpräparierer sieht so aus, aber auf diesem bitte keine Messer schleifen. Der ist dafür gedacht, mit der rauen Seite hier, dass er euren SG250, dass ihr den hier aufrauen könnt. Bis runter zu einer 220er Körnung. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr habt ein japanisches Küchenmesser, das ganz fein geschliffen ist, ganz hauchdünn ausgeschliffen, dann könnt ihr den mit der glatten Seite bis auf Körnung 1000 wieder hochglätten. Und das ist cool, ihr müsst quasi die Scheibe nicht wechseln. Also ich habe da wirklich all in one und es ist absolut grandios. Also das Ding nicht zum Messerschleifen, sondern eben zum Stein präparieren. Ja, der Zungenbrecher. Genau. So, dann würde ich sagen, dann haben wir hier jetzt das durch. Ihr habt gesehen, was drin ist. Dann werden wir jetzt das Ganze befüllen. Bei der Erstbefüllung sieht es so aus. Der Stein, der saugt Wasser auf. Was so viel heißt wie, ihr müsst da ein bisschen aufpassen. Also es ist generell zu empfehlen, nach Gebrauch den Stein immer aus dem Wasser fahren. Das heißt, ihr fahrt einfach, hier hinten ist eine kleine Drehschraube, könnt ihr das Wasser, den Behälter hoch und runter fahren. So, dieser Stein frisst bei Erstbefüllung ungefähr 1,2 Liter Wasser. In diesem Behälter ist hier unten eine Markierung und bis hierher sollte das Wasser also nicht höher befüllt werden. Beim ersten Mal müsst ihr ein bisschen nachkippen, weil der Stein eben saugt. Da habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Bitte lasst das Ding nicht draußen stehen. Es soll welche geben, die das gerne mal auf der Veranda machen. Aber wenn der voller Wasser ist und euch gefriert das Ding ein, dann ist der Stein beschädigt und dann könnt ihr den in die Tonne klopfen. Ja? So, wir brauchen Wasser. Dann haben wir hier, da scheiden sich jetzt die Geister. Ihr könnt normales Wasser nehmen. Wenn es recht kalkhaltig ist, dann seht ihr das natürlich, weil sich der Kalk ablagert. Aber destilliertes Wasser zum Beispiel wäre eine Option. Es gibt auch von Tormek noch einen Korrosionszusatz. Und den klopfen wir rein. Der ist eigentlich ursprünglich für Diamantscheiben gedacht. Aber ist auch hier absolut keine falsche Entscheidung. So, jetzt haben wir hier mal reinschaut. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen.
Es ist jetzt hier bis zu dieser Linie gefüllt. Und jetzt drehe ich ihn hoch. So. Jetzt fängt der Stein gleich an zu saugen. Gut, dieser ist schon leicht gesättigt. Und dann kann man es einfach mal anschalten, dass er gleichmäßig saugt. Und man sieht sofort, wie sich hier auf dem Stein ein Wasserfilm bildet. So, es wackelt jetzt ein bisschen. So, und dann kann man das Ganze noch weiter reinschrauben. Ihr müsst halt schauen, ihr sollt jetzt nicht so hoch schrauben, sonst spritzt irgendwann das Wasser. Es sind nämlich noch, man sagt generell, von unten 3 Stufen nach oben seid ihr perfekt. Ihr habt noch 3 weitere Stufen, die sind aber für den Fall, dass der Stein eben sich abnützt. Ja, könnt ihr das hochschrauben. Und das wäre jetzt eigentlich mal alles, was hier standardmäßig dabei ist. Man könnte noch den Antrieb anschauen. Ihr könnt hier diese Lederscheibe ganz einfach abmachen. Wenn ihr hier zum Beispiel ein Messer habt, das zu groß ist, dass ihr da reinkommen würdet, könnt ihr einfach die Schraube abmachen. Nehmt hier diese Abzieh-Rindslederscheibe ab und habt hier, seht ihr auch gleich, das Antriebsrad. Von Tormek selber wird rausgegeben oder wurde rausgegeben, wenn die Maschine länger steht und sich hier so ein Film bilden sollte, weil er vielleicht irgendwie, weil es einfach zu schmierig wird, ne, soll es ergeben, dann einfach mal das Ding kurz laufen lassen, Stücken Schleifpapier drauf, kurz aufrauen und schon ist das Ganze wieder fertig. So, wie montiert man jetzt diese Lederscheibe wieder? Man sieht hier diese Zapfen. Diese Zapfen hier und die müssen hier in die Bohrungen rein, so rum war's. Das heißt, das merkt ihr auch gleich, ihr setzt das Ganze auf und während ihr das drauf drückt, dreht ihr die Scheibe ein wenig. So, jetzt ist sie reingesprungen. Ja, hier wird nichts gestellt. Das ist alles so, wie es auch wirklich ist. Ne? So, müsst ihr nur ganz leicht anziehen, also so handfest. Ne? Übertreibt es nicht, macht das Ganze nicht kaputt und dann läuft es auch so. So, ich hoffe, dass euch die Erstvorstellung so gefallen hat. Schreibt mir mal bitte gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich weiß, die T8 ist natürlich das Flaggschiff von Tormek. Die stellt sich nicht jeder einfach mal so zu Hause hin. Gibt auch kleinere Modelle, die vollkommen euren Ansprüchen genügen können. Hier ist man halt einfach umgebunden, weil es eben noch so viel Zubehör in Richtung groß gibt. Ich werde euch noch was zeigen. Wir schleifen jetzt direkt noch was. Ich habe aus einem Zubehörset Haus- und Gartenset. Also ihr merkt schon, es gibt bei Tormek sehr, sehr viele Aufsätze und es ist auch ganz wichtig, weil der Bereich, in dem man eben schleifen kann, eben riesig ist. Ne? Ihr könnt von Werkzeugen, von Schnitzmessern, Hobeln, Küchenmessern, ihr könnt Rasenmähermesser, ihr könnt Scheren, ihr könnt darauf wirklich alles schleifen und ich möchte sie nicht mehr missen, muss ich wirklich sagen. Und wir haben jetzt hier zu dem Haus- und Gartenset werde ich euch noch ein separates Video machen. Und weil ich gerade hier das liegen sehe, wenn ihr eure T8 in der Werkstatt stehen habt und es ist staubig, empfiehlt sich wirklich der. Ist auch bei Tormek zu erhalten. Geiles Teil, dieser Staubschutz. So, und jetzt machen wir das Ganze so. Wir haben hier ein Messerchen. Das ist ein ganz schlichtes und einfaches Messer. Ihr werdet gleich sehen, das ist überhaupt nicht scharf. Man kann theoretisch kein Papier schneiden. Wahrscheinlich schneidet es jetzt genau. Also ihr seht schon, es geht wirklich nicht mal mit Durchziehen geht es durch. Also es ist an sich so stumpf. Und jetzt nehmen wir uns aus dem Set den Edge-Marker raus. Ihr könnt natürlich jetzt den Schleifwinkel draufschleifen, den ihr wollt. Aber ich nehme jetzt den Edge-Marker raus. Markiere mir hier die Schneide so. Seht ihr das? Jetzt ist die Schneide schwarz, weil ich den Winkel ja nicht wirklich kenne. Na übrigens, was ist denn für euch der optimale Schleifwinkel? Schreibt es mir doch mal gerne auch in die Kommentare. Da bin ich sehr gespannt. Da ist immer relativ viel los, wenn es um den Schneidwinkel geht oder um den Schleifwinkel. So, wir haben hier die Aufnahme aus dem Heim- und Gartenset. Momentchen, die schrauben wir jetzt runter. Wir spannen das Messer hier ein, dann wird die Schraube zugedreht. Ich hoffe, man kann es leicht erkennen. Dann spannen wir hinten die Klemmschraube zu. Und dann müsst ihr aufpassen, wenn so ein Messer so knapp ist, dann muss man schauen, dass man auch wirklich nicht, dass man nicht an die Schleifscheibe kommt mit der Aufnahme. Man kann es ganz knapp spannen, so. Ja, seht, das reicht hier hinten völlig aus. So, ein bisschen. So, dann drehen wir uns jetzt die T8 um, weil ich schleife gegen die Schneide. Man kann es auch mit der Schneide schleifen. Das klären wir aber in einem separaten Video, was da besser ist, warum, wieso, gegen oder mit. Und jetzt machen wir das mal so. Ich drehe das zur Seite. Ich habe die Schleifscheibe gedreht. Der Stein dreht sich jetzt bei Einschalten zu mir her und wird gleich gegen die Scheibe schleifen, also gegen die Schneide. So. Dann legen wir das Messerchen hier mal auf. Ich mache es extra so. Ich habe hier die schwarz markierte Stelle, hänge es hinten ein, ganz hinten. Und da sieht man schon, man kann es jetzt mal aufliegen lassen. Und wenn man jetzt mal hier ganz genau reinschaut, hier unten, dann sieht man, dass die Schneide viel zu steil ist. Was machen wir jetzt? Wir schrauben die Universalstütze auf und können die hier quasi runterdrehen. Ja, da es jetzt hier aber ein bisschen weit fehlt, gibt es einen kleinen Trick.
einschalten. Dann könnt ihr hier auf die Lederscheibe ganz leicht auflegen und ihr seht, und dann dreht sich die Mutter gleich rüber. Ist ein kleiner Trick, könnt ihr euch nichts kaputt machen. Einfach vorsichtig. So. Und dann fahren wir die jetzt mal ganz runter. Das ist ein bisschen zu viel. Lassen das Ganze aufliegen. So. Und wenn man jetzt nochmal herfilmt, dann sieht man, dass hinten jetzt von der Aufnahme die Mutter aufliegt, also die Schraube. Deswegen habe ich gesagt, schraubt sie so hoch und ihr seht, sie wandert weg. So, und jetzt müsste ich mal auf diese Seite ganz kurz, bitte. Dankeschön, das ist noch viel zu flach. So, und dann schauen wir da mal rein. Und dann ziehen wir jetzt einfach nur den Stein einmal kurz und dann schauen wir, ob unser Stift noch drauf ist. Der ist vorne leicht angeschliffen. Es ist noch ein bisschen zu steil. Genau. Ich schleife mal ganz kurz. Zack. Und dann sieht man schon, jetzt verschwindet schon langsam der Strich. Das noch ein bisschen. Da müsst ihr, wenn ihr das einmal eingestellt habt, ihr könnt es auch mit der Lehre einstellen. Aber da ich ja den Schleifwinkel von diesem Messer nicht kenne, machen wir das mit dieser Edge-Marker-Methode. Und jetzt sieht man schon, dass ich hier vorne fast, ich habe mit dem Stift ein bisschen drüber gemalt. Also das sieht jetzt schon sehr gut aus. Jetzt einmal aufdrücken, beide Klemmschrauben klemmen. Maschine einschalten, alles ist fest. Und jetzt kommt das Wichtigste. Ihr hängt jetzt hinten ein. Ich werde die für mich noch ein bisschen rüberdrehen. Damit ich hier diesen Baum, ihr habt den Baum gesehen, da wachsen übrigens Äxte dran. Gibt es auch ganz coole Sachen, könnt ihr mal gerne bei mir auf dem Kanal durchstöbern. Personalisierte Äxte, bei Meister Äxte natürlich. Also, ihr hängt euch das hier hinten ein. Dann legt ihr das vorsichtig auf und jetzt ist das immer so, man sagt normalerweise, stellt euch vor, ihr würdet das Wasser von dem Stein abschnitzen, dann seid ihr gerade. Einfach sauber auflegen. Noch ein ganz klitzekleiner Tipp, ihr merkt schon, es sind so viele Infos, die man hier braucht. Die Kanten von diesem Schleifstein sind serienmäßig sehr scharf. Das bedeutet, einmal noch ganz kurz, wenn ihr euer Messer auflegt und nicht gerade seid und legt es so auf, dann schleift ihr euch hier sofort eine Kante rein. Deswegen gleich am Anfang ganz kurz mit der groben Seite vom Steinpräparierer die Kanten brechen. Ihr könnt die nachher später wieder abrichten. Verrundet euch die leicht, das macht gar nichts. Wenn ihr ruhig ein bisschen drüber fahren über die Kante, damit es rund wird. Und dann macht ihr euch nichts kaputt an euren Messern. So, auflegen, aufdrücken. Und man sieht schon, das Wasser ist gleichmäßig drauf. Bei so einem Messer muss man zum Schluss immer ganz leicht aufheben, weil es eine Krümmung hat. Ne? Sonst schleift euch hier die Schneidphase recht groß. So, also wir legen auf. Schön geschmeidig. Der Stein ist jetzt relativ rau. Ich habe mir aufgeraut. Das heißt, der nimmt ganz passabel was ab. Genau, dann fahrt einfach mal und dann einfach mal schauen, Wasser abtropfen. Und das sieht man jetzt hier schon, dass sich eine Schneidphase gebildet hat. Ich hoffe, ihr seht das im Video. Und wenn ihr sagt, hey, ihr seid mit der Seite zufrieden, ihr merkt auf der anderen Seite, dass sich ein Grat aufstellt, merke ich jetzt mit den Handschuhen tatsächlich besser, weil die nämlich am Grat hängen bleiben. Dann geben wir auf die andere Seite. Man dreht es einfach nur um und zieht diese Seite ab. Genau, da müsst ihr einfach, ihr könnt auf dem Stein müsst ihr aufpassen, solltet ihr nicht direkt stehen bleiben, immer gleichmäßig hin und her. Bei diesem Messer ganz minimal anheben. Und mit etwas Übung schleift ihr da ein Messer, das nicht allzu sehr beschädigt ist, innerhalb von ein paar Minuten wieder rasiermesserscharf sein muss. So. Genau. So, und ich lasse jetzt die Aufnahme dran. Das ist wichtig, weil, wenn es auf der Polierscheibe irgendwas gibt, dass er sagt, ach Mist, jetzt habe ich es vielleicht doch kaputt poliert, was ja auch wirklich geht, dann könnt ihr das Ganze einfach wieder umspannen und weiterschleifen. So. Hier muss Politur drauf. Ich habe jetzt schon ein bisschen was drauf gemacht. Und dann gehen wir hierher. Das muss natürlich, da gibt es auch noch einen kleinen Tipp, schaut mal, wenn ihr schon so nah da seid. Wenn ihr das Messer auflegt, dann merkt ihr irgendwann, wenn ihr auf der Fläche seid, das müsst ihr euch angewöhnen, da bekommt ihr irgendwann ein Gefühl, nicht überspitzen. Und dann sieht man auf der Schneide, vielleicht sieht man es im Video, bildet sich jetzt schon, hier löst sich das so ab, seht ihr das? Da wird dann der Grat abgebrochen. Schön gleichmäßig führen, ist alles sehr langsam. Wie gesagt, die Tormek läuft mit 100 Umdrehungen, habt ihr niemals das Problem der Überhitzung. Und wichtig ist halt, dass er hier dann ein bisschen nach rechts weggeht, nicht, dass er mit dem Messer hinten, mit dem Messerrücken, mit dem Griff
in die Schleifscheibe reinkommt. Das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich. Man könnte es zur Not, wenn es euch nicht reicht, auch wegschrauben. Das ist kein Problem, aber hier schön gemütlich, gleichmäßig mit demselben Winkel drüber ziehen, denn hier passiert der ganze Zauber. Hier wird es wirklich rasiermesserscharf, wenn es denn so sein soll. So. Genau. Fühlt sich gut an. Jetzt machen wir das Ganze hier aus, damit natürlich nichts passiert. Vorsichtig öffnen. Mit einem Tuch von hinten reinigen. Messer reinigt man von hinten, damit man sich nicht schneidet. Man sieht jetzt hier schon die Schleifphase sauber. So, und jetzt sollte es im Normalfall Papier wieder mühelos durchschneiden. Jetzt habt ihr gesehen, es geht einwandfrei durch. Ja, auch mit Bögen zu schneiden. Funktioniert super. Genau, also, habt ihr dazu mehrere Fragen? Wollt ihr irgendwas zu gewissen Schleifvorrichtungen wissen? Schreibt es mir in die Kommentare, ich stelle euch das Ganze gerne vor. Es macht mir richtig Spaß. Ich benutze das Ganze selber sehr, sehr gerne, auch für meine Äxte tatsächlich. Und auch die werden dadurch rasiermesserscharf. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, folgt gerne überall. Hier abonnieren, ansonsten schaut gerne über die Links im Profil bei mir überall vorbei.